Einige Tage später folgte ein Abendessen mit einer Gruppe von Leuten, die sich alle um Ede bemühten und aufgeregt durcheinander redeten. Hinterher konnte Lea sich beim besten Willen an kein einziges Detail des Essens mehr erinnern. Am frühen Abend hatte sie nämlich, wie schon an den Abend zuvor, 2 Schlaftabletten eingenommen, weil sie vor lauter Stress und Verwirrung kaum noch zur Ruhe kam. Sie war bereits eingeschlafen, als Megan sie plötzlich vom Sofa gezerrt und sie mit gnadenlosem Drill wie eine Anziehpuppe herausgeputzt hatte. Lea war viel zu betäubt gewesen, um ernstzunehmenden Widerstand zu leisten. Hören Sie eigentlich jemals Ihren Anrufbeantworter ab? Oder betrachten Sie ihn lediglich als Dekorationsstück? Hatte Megan gereizt gefragt, während sie ruppig an Leas Haaren gezerrt hatte. Offensichtlich hatte Megan den deutlich formulierten Auftrag auf dem Apparat hinterlassen, dass Lea sich am Abend für Adam bereitzuhalten habe. Es hatte eine Weile gedauert, bis Lea zu einer Erwiderung imstande gewesen war. Seit Nadine ungefähr 1 Billion wütender Nachrichten darauf hinterlassen hat, meide ich den Apparat tunlichst. Nadine ist meine beste Freundin, hatte sie benommen nachgesetzt. Doch Megan hatte schon nicht mehr zugehört, sondern Lea ein paar mit Schmucksteinen besetzten Sandalen hingehalten. Da Lea sich im Funkeln der Steine zu verlieren gedroht hatte, hatte Megan sie mit einem schlichten, aber effektiven »Anziehen« angeherrscht. Während Megan eifrig ihr Dekolleté hergerichtet hatte, hatte sich Leas von den Tabletten genebelter Geist hartnäckig gefragt, wie diese Frau überhaupt in ihre Wohnung gelangt war. Die elegante Megan mit einem Bund voller Dietriche, wie passt das denn bitteschön zusammen? Nun saß Lea mit verwirrtem Gesichtsausdruck im Separé eines Edelitalieners. Zur Begrüßung hatte Adam ihr einen hochprozentigen Aperitif in die Hand gedrückt. Offensichtlich der Auffassung, dass sie den bitter nötig hatte. Leider gab die Verbindung, die der Alkohol mit dem Schlafmittel einging, jedoch nicht die gewünschte Wirkung. Statt einigermaßen geradeaus denken zu können, schaltete Balea innerhalb kürzester Zeit sämtliche Sicherungen ab. Es kostete Adam eine ungeheuerliche Willenskraft, den Blick von Lea loszureißen und seinem Tischnachbarn die erforderliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Allerdings musste er feststellen, dass Van Weinhus dem Mund zwar offen stand, aber kein einziger Laut herausdrang. Seine Pasta Rustica stand unberührt vor ihm und in der Hand hielt er die unbenutzte Gabel wie einen vollkommen vergessenen Gegenstand. Ein ungewöhnlicher Zustand für diesen genüsssüchtigen Mann, so dass Adams Blick pfeilschnell zu Lea zurückeilte, die ihm gegenüber platziert worden war. Lea hatte einen Arm angehoben und massierte sich mit ungewöhnlich langsamen Bewegungen den Nacken. Die feingliedrigen Chandeliers glitzerten im Licht und schmiegten sich an die Linie ihres Halses. Erneut hob sie den Arm ein Stück an und das Dekolleté ihres schwarzen Bustierkleides gab einen schwindelerregenden Anblick frei. Im letzten Moment gelang es Adam, ein Aufkeuchen zu unterdrücken. Doch er konnte nicht verhindern, dass ihm das Blut leuchtend rot in die Wangen schoss und ihm der Schweiß ausbrach. In der Hoffnung auf Ablenkung wandte er sich seiner Tischnachbarin zu, da Van Weinhus Herumgerutsche auf dem Stuhl verriet, dass er immer noch in Leas Anblick vertieft war. Frau von Weinhus schaute ihn erwartungsvoll an. Adam hatte schon den ganzen Abend über ihren Blick auf sie gespürt und war mit wenig Erfolg ihren Versuchen, ihn zu berühren, ausgewichen. Kokett strich sie sich nun über den Hals, unbewusst Leas verführerische Pose nachahmend. »Ihre Begleitung scheint heute Abend ein wenig neben sich zu stehen. Oder entspricht diese kindliche Geistesabwesenheit etwa ihrem Naturell?« Bevor Adam etwas erwidern konnte, hüllte ihn ein berauschender Duft ein. Süß wie Karamell, aber zugleich durchzogen mit einer Spur von etwas Herbem. Einer Orangenschale ähnlich, die einem in der Nase prickelte. Dieser Duft konnte sich nicht entscheiden, ob er verführen oder mit seiner Ausdrucksstärke beeindrucken wollte. Adam kannte ihn nur allzu gut, denn auf keinen anderen reagierte sein Körper mit solch einer Intensität. Mit einem Anflug von Verzweiflung ballte er die Hände zu Fäusten. Verblüfft zog er die Augenbrauen in die Höhe, als seine Tischnachbarin ein Stück von ihm zurückwich, ihm aber zugleich ein anzügliches Lächeln schenkte. Den Grund dafür fand er in seinem Spiegelbild der weit aufgerissenen Augen von Frau van Weinhus. Er sah einen Mann, der kurz davor war, die Beherrschung zu verlieren.
So sehr er sich auch darum bemühte, die auflodernde Begierde, die Lea in ihm wachrief, zu kontrollieren, sie ließ sich nicht überspielen. In einem Anflug von Galgenhumor musste Adam beinahe auflachen. Hier saß er nun endlich in der Gesellschaft, in die zu gelangen ihm so viel Mühe gekostet hatte. Und anstatt sich darauf zu konzentrieren, die Beziehung auszubauen, verlor er die Fassung wegen einer Frau, die kaum mehr als ein Schmollen für ihn übrig hatte. Erneut streifte Adam der sinnliche Duft von Leas erhitzter Haut und er umfasste stöhnend die Tischplatte. Er hielt den Atem an und versuchte, wieder Herr seiner überspannten Sinne zu werden. Mit wachsender Verzweiflung starrte er Lea an, die sich lassiv über den Nacken streichelte, wobei ihr Busen aus dem Ausschnitt zu rutschen drohte. Dabei hielt sie die Augen geschlossen und den Mund leicht geöffnet. Schon einen Augenblick später tappte er sich dabei, wie seine Gedanken lüstern um ihre geöffneten Lippen kreisten. »Liebling, würdest du bitte deinen Arm herunternehmen?« Wie aus der Entfernung hörte Adam seine eigene raue Stimme, die mehr von seiner Verfassung verriet, als ihm lieb war. Lea verharrte einen Augenblick, dann blickte sie ihn an, als sei sie gerade aus einem Traum erwacht. Langsam senkte sie den Arm, wobei eine feine Strähne ihres Haars zwischen den Fingern haften blieb, wie Adam fasziniert beobachtete. Dann stützte sie den Ellbogen auf dem Tisch und tauchte ihre Fingerspitzen in das Weinglas. »Mir ist furchtbar heiß.« Die Stimme klang ungewöhnlich ruhig, fast ein wenig schleppend. »Nicht so heiß wie mir, mein Engel«, dachte Adam und hätte am liebsten schallend aufgelacht. Am nächsten Morgen schlug Lea die Augen auf und lag ausgekleidet an ihrem Bett, zu ihrem Elend vollständig bekleidet, im Schaukelstuhl saß, sie aufmerksam beobachtete und dabei die schnurrende Katze streichelte. Er ging, ehe sie ein Wort sagen konnte.